man fängt an bei der Schweigerkapelle, das ist der Start, dann geht man da Richtung Loretto-Kirche, dann auf dem Weg kommen dann schon die Weißenbläser unter. Dann in der Loretto-Kirche haben wir zum Beispiel das Orgelspiel und auch den Chorgesang. Dann gibt es einen Märchenerzähler und dann geht es weiter durch den Winterwald. Dann haben wir so verschiedene mystische Klänge.